Ich habe ja schon das ein oder andere Video mit der Glock 17 Gen 4 Airsoft-Variante von Umarex aufgezeichnet und hochgeladen. Ich möchte euch jetzt nochmal etwas zeigen, was man hiermit durchaus zu Hause wunderbar trainieren kann. Es spielt sich bei dem Thema Training nicht immer toto completo alles nur um das Thema des Abzuges, sondern viele Sachen können zu Hause trainiert werden, was die Abläufe betrifft. Im reinen Trockentraining, wenn ich das Repetieren nicht habe, wenn ich das wieder hoch ins Ziel gehen nicht habe, kann ich schwer solche Intervallserien, wie sie zum Beispiel bei PP1, PP3 und PP4 angewendet werden und geschossen werden, nicht wirklich trainieren. Somit komme ich jetzt zu einer weiteren Trainingsmöglichkeit, die man wunderbar zu Hause, Platz vorausgesetzt, trainieren kann. Und das ist zum Beispiel, wie gesagt, die Intervallserie bei den dynamischen Disziplinen des BDMP. Ich möchte euch das anhand von zwei verschiedenen Intervallvarianten demonstrieren. Wir nehmen zuerst die Intervallserie der Station 2 bei PP1. Hier wird geschossen 2x6 Schüsse in Intervallen. Die Scheibe zeigt sich 6x für je 2 Sekunden, in denen jeweils ein Schuss abzugeben ist. Dann erfolgt das Nachladen und ein erneuter Durchgang. Ich habe den CED-Timer bereits entsprechend eingestellt, habe 6 Airsoft-Kugeln, BBs, in den Tank und habe vorne eine PP1-Scheibe aufgestellt. Ich kann das Ergebnis euch an der PP1-Scheibe zu zeigen, wird relativ wenig bringen, da sie schon ziemlich perforiert ist. Ich muss erst mal gucken, dass ich ein paar neue, gescheite Scheiben finde. Aber zum Zeigen, was ich meine, sollte das ausreichen. Und in dem Sinn legen wir direkt los. So, ich sag mal, die Kommandos könnt ihr dem aktuellen Sporthandbuch immer entnehmen, die erspare ich mir jetzt. Hier geht es jetzt tatsächlich um das Thema der Abläufe. Und los geht's. So, das war der erste Durchgang. Jetzt erfolgt das Nachladen und ein zweiter Durchgang. Los geht's. So, und so könnt ihr erkennen, kann man wunderbar mit einer solchen Airsoft-Waffe, auch wenn der Rückstoß nicht dem Original entspricht, den reinen Ablauf und damit auch das Zeitgefühl, das man bei einer solchen Disziplin benötigt, trainieren kann. Coole Sache. So, wir machen das ganze Ding jetzt nochmal. Jetzt wird es nämlich ein bisschen interessanter. Wir nehmen jetzt mal von PP3 Schräger PP4 die letzte Zeitserie auf 7 Meter. Da brauchen wir 5 Schuss. Die Abläufe zwischen PP3 und PP4 sind in dieser Beziehung absolut identisch. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Entfernung. Unter PP3 schießen wir diese Station auf 10 Meter, PP4 schießen wir sie auf 7 Meter. Der Ablauf ist wie folgt: Wir schießen 2x5 Schüsse in Intervallen. Die Scheibe zeigt sich 3x für je 2 Sekunden, in denen jeweils maximal 2 Schüsse pro Intervall abgegeben werden dürfen. Das bedeutet 2-2-1, 2-1-2, 1-2-2. Das ist der Rhythmus, in dem man schießen kann. Dann erfolgt das Nachladen und dann erneut der Durchgang. So, und das machen wir jetzt. So, und dann würde ich sagen, los geht's.
So, das waren 5 Schuss. 3, 4, 5. Und dann kommt der zweite Durchgang. Los geht's. So, und ihr seht, hier brauchen wir durchaus auch einen etwas anderen Rhythmus als bei einem Einzelschuss, und das muss ein bisschen geübt werden. Und das geht in meinen Augen mit einer solchen Airsoft-Pistole zu Hause sehr, sehr kostengünstig, richtig, richtig gut. Aber immer schön die Sicherheit beachten, nicht die Glasvitrine kaputt schießen, nicht auf die Nachbarn schießen, nicht auf Tiere schießen. Macht das irgendwo in einem gesicherten Bereich. Und ich denke mal, ihr könnt damit auf jeden Fall das Thema Muskelgedächtnis super, super trainieren. In diesem Sinne, macht's gut.